Ja, ich habe ja schon mal euch einen Film vorgestellt, der in der Splatter-Geschichte oder auch in der Geschichte über kontroverse Kinofilme sehr berühmt ist, nämlich Blood Feast. Er ist ja im Grunde so der Begründer von Splatter-Movies gewesen. Und da dachte ich mir, naja, ich muss euch irgendwie mal so ein paar Klassiker vorstellen, so Hostel und Serbian-Film oder auch Inside, das sind jetzt vor allem eher modernere Vertreter, aber es gibt ja auch noch ein paar Klassiker, die man vortragen könnte. Und wo es auch ehrlich gesagt nicht so sehr um den Inhalt der Filme geht, aber dazu komme ich gleich nochmal genauer. Heute soll es um einen Film gehen, der ganz berühmt ist in den 80ern. Nämlich um Maneater, der Menschenfresser oder im Original Anthropophagus. Ja, Maneater ist ein relativ bekannter Film innerhalb der Horrorfilmszene, denn das muss ich gleich zu Beginn sagen, Maneater ist Teil dieser vier Filme, die man so allgemein dahinstellt, wo man sagen kann, hey, ab da hat die Zensurwelle in Deutschland angefangen. Ich habe die schon mal erwähnt. Das sind einmal Ein Zombie hing am Glockenseil von Lucio Fulci, Tanz der Teufel, Muttertag und nun eben Maneater. Und meiner Ansicht nach ist Maneater irgendwie so der interessanteste von diesen vier Filmen, zumindest wenn man sie nicht gesehen hat, weil er auch, ich finde, es ist der exotischste. Und ich möchte euch heute einfach mal ein bisschen was darüber erzählen. Maneater, der Menschenfresser, erschien im Jahr 1980. Regie führte einer der Altmeister des italienischen Horrorfilms, nämlich Joe D'Amato, und auf den möchte ich mich auch ein bisschen konzentrieren in diesem Video. Ich werde bei gegebener Zeit etwas näher zu diesem Mann erzählen, den ich für sehr, sehr interessant halte. Joe D'Amato ist auch so einer dieser vier großen italienischen Horrorfilmregisseure. Wenn ihr von denen noch nie was gehört habt, dann hier ein kurzer Überblick. Es gibt vier Horrorregisseure aus Italien, die so in den 70ern und 80ern den Horrorfilm in Italien groß gemacht haben. Das sind Joe D'Amato, Lucio Fulci, Umberto Lenzi und Ruggero Deodato. Die haben alle vier relativ bekannte Exploitation-Filme in Italien gedreht und haben auch in der Horrorfilmgeschichte auf jeden Fall ihren Platz verdient, egal wie gut oder auch schlecht ihre Filme sind. Die Hälfte sind nämlich wirklich Schrott. Joe D'Amato sticht da so ein bisschen heraus. A, weil seine Filme im Gegensatz zu den meisten anderen auch wirklich erfolgreich waren, aber auch weil er eigentlich so durchwachsen ist. Er hat wahnsinnig viele Filme gedreht, also er ist in eigentlich jedem wichtigen Genre auch vertreten. Er hat mit Hardcore- und Softcore-Pornografie angefangen, hat aber, also, nee, nicht angefangen, was, mit was hat er angefangen? Ich glaube mit Abenteuer oder so Piratenfilm. Ach, aber ich weiß es gar nicht genau. Ist auf jeden Fall auch Hardcore- und Softcore-Porno-Regisseur gewesen. Hat laut Wikipedia 170 Filme von denen gedreht. Ich wusste ich gar nicht. Und ansonsten bekannt ist er für Actionfilme, Fantasy, Western, Piratenfilme, Horror, Splatterfilme, Abenteuerfilme. Also ja, der Typ ist einfach ein bekanntes Gesicht in der Itali im italienischen Regiekreis. Ist einfach so, der Mann ist einfach wirklich bekannt. Vor allem ist er bekannt durch seine Horrorfilme. Er hat einige Filme gedreht, die auch international für Horrorfilme wirklich wichtig sind. Da gäbe es einmal zum Beispiel die Black Emmanuel-Reihe, über die ich hier auch irgendwann nochmal sprechen möchte, vor allem über den Film Foltergarten der Sinnlichkeit. Der ist sehr bekannt. Weitere sehr bekannte Filme wären Sado, Stoß das Tor zur Hölle auf. Ja, sowas halt. Kennt man halt. Und halt auch Maneater. Ah ja, noch ein ganz interessanter Film, den finde ich den interessantesten und witzigsten von ihm. Ein Film namens Porno-Holocaust. Ganz witziger Film. Werde ich auch mal irgendwann zu gegebener Zeit vorstellen. Aber zurück zu Maneater. Ja, die Geschichte von Maneater ist so simpel wie unnötig. Es geht im Grunde darum, dass ein Mann, gespielt hier von Luigi Montefiori, kennen einige Kenner vielleicht eher unter dem Namen George Eastman, der auf einer einsamen Insel gestrandet ist und im Grunde dann zum Kannibalen wird. Ja, dann kommt eine Gruppe junger Leute vorbei. Ja, naja, und dann geht's halt, was passiert. Sie werden halt nacheinander getötet. Diese Person, also der Maneater, bringt halt wirklich alle um. Und ja, das ist halt auch die ganze Geschichte. Und es ist
er reiht sich so in ein paar verschiedene Kategorien ein, wenn man das so will. Also der Maneater ist, wie der Name schon sagt, ein Kannibale, deswegen zählt man ihn auch zu den Kannibalenfilmen der 70er und 80er. Und ja, ist auch eigentlich mit einer der bekanntesten. Die Handlung bei dem Film ist aber auch gar nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, was dieser Film dann nachher für Wellen gezogen hat. Man muss sich vorstellen, der Horrorfilm in den 70ern hat sich stark verändert. Der Film, gerade in den 70ern, wurde es immer wichtiger, dass ein Film nicht nur neben Atmosphäre auch eine, ich nenne es mal, Exploitation-artige Wirkung hatte. Der Film hat mit reißerischen Szenen geprahlt. Und beispielsweise kann man in den 70ern Filme wie Texas Chainsaw Massacre herannehmen. Die waren für damalige Zeit wahnsinnig blutig. Das hat sich aber dann in den 80ern immer stärker geändert. Also man kann sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Filmen aus den 70ern, zwischen Horrorfilmen aus den 70ern und zwischen Horrorfilmen aus den 80ern. In den 70ern war der Terror, das, was außenrum war, die Atmosphäre wirklich extrem wichtig. Das hat in den 80ern sehr stark abgenommen. In den 80ern war es ganz, oder wurde es immer populärer, Splatter- und Gore-Effekte hineinzubringen. Die 80er sind nun mal das Zeitalter der Splatter- und Gore-Effekte, das ist so. Und Maneater ist da so ein typisches Beispiel. Wenn wir es jetzt mal in Vergleich setzen mit Texas Chainsaw Massacre, dann zeigt Maneater hauptsächlich ganz starke, blutige Gore-Effekte, die wirklich auch teilweise wirklich gut sind, muss ich sagen, obwohl er echt alt ist. Aber das ist schon auf jeden Fall in Ordnung. Und das hat auch diesen Film so berühmt gemacht. Also man muss sich nur vorstellen, damals war es so, das ist ganz interessant, die BPJM wollte den Film oder wollte die Verleiher unter anderem wegen Körperverletzung anzeigen, denn die Leute sind aus dem Kino gekommen und haben sich erstmal übergeben, weil der Film halt damals so blutig war. Auch wenn man ihn jetzt mal in Vergleich zieht mit zum Beispiel Tanz der Teufel, da finde ich Maneater schon von der Bildgewalt, von der Bildgewalttätigkeit her deutlich brutaler als das Original. Aber ich finde ihn halt trotzdem nicht gut. Ich finde, Maneater ist ein Film, der ganz schlecht gealtert ist. Das kommt daher, wie er gedreht wurde. Gedreht wurde der nämlich auf 16 mm Codec und dann durch eine Aufblastechnik, den Blow-up auf das 35 mm Kinoformat gepresst. Und das siehst du dem Film halt einfach an. Er sieht halt einfach echt schlecht aus. Und heute ist er echt eklig. Also diesen Film kann man sich von der Bildqualität her fast nicht mehr ansehen. Was aber bei vielen dieser Filme der Fall ist. Auch bei Tanz der Teufel, den kann ich mir auch nicht mehr angucken. Dieser Film hat im Kino weder international noch in Italien wirklich Erfolge feiern können. Er ist völlig gefloppt. Ich glaube, in Italien war er nach einer Woche schon wieder raus. Und ja, es hat halt keinen interessiert. Als er dann nach Deutschland kam und hier auch vermarktet wurde als Heimvideo-Version auf VHS, da war er dann wiederum richtig beliebt. Denn das muss man auch erklären. Damals war es so, dass VHS als neues Medium immer populärer wurde. Die Leute haben begonnen, sich kon konnten Videofilme kaufen. Damals gab es diese Zensur auch noch nicht so stark und auch Kinder konnten damals diese Horrorfilme kaufen. Ja, und Maneater war einer dieser vier Zensurfilme und führte dann zu dieser sehr bekannten Dokumentation vom ZDF, Mama, Papa, Zombie. Er hat auch eine kleine Rolle in dieser Dokumentation und ist dann wirklich unter anderem dafür verantwortlich, weil diese Filme nun mal wahnsinnig reißerisch sind. Das ist auch typisch für Joey D'Amato, er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Deswegen gibt es da auch eine Szene, in der ein Embryo verspeist wird. Nach Angaben von Joey D'Amato haben die das allerdings mit einem gehäuteten Hasen realisiert. Ja, geht das, glaube ich, auf der VHS-Version gar nicht, aber bei der Blu-ray bin ich mir nicht sicher. Ist ja auch egal. Die Szene wurde wahnsinnig bekannt, war auch ein super guter Vermarktungstechnik oder Taktik, weil die damaligen Horrorliebhaber, die wollten das dann halt alle sehen. Das kann ich auch verstehen. Wenn sowas heute passieren würde, würde ich mir den Film irgendwie auch angucken. Aber naja. Maneater ist kein guter Film, keine Frage. Er ist inhaltlich ziemlich schwach und auch Joey D'Amato sagt, er mag diesen Film nicht, hat er mal bestätigt, weil er hat versucht, Spannung aufzubauen. Das merkst du dem Film an, der Versuch oder der Wille ist da, aber er ist halt einfach langweilig. Joey D'Amato er ist ja leider tot, ein wahnsinnig guter Gore- und Splatter-Filmregisseur. Keine Frage, das hat er wirklich drauf gehabt. Sado, Stoß das Tor zur Hölle auf,
Ist ein wahnsinnig guter Splatterfilm, gar keine Frage. Und auch Nackt unter Kannibalen oder Foltergarten der Sinnlichkeit, das sind Filme, die innerhalb der Horrorszene auf jeden Fall ihre Existenzberechtigung haben, aber Man Eater meines Erachtens nicht. Ihr solltet euch den Film trotzdem angucken, wenn ihr euch als Horrorfilmliebhaber versteht, denn dieser Film ist einfach wichtig für die Horrorfilmgeschichte in Deutschland und deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, ja, könnt ihr euch gerne mal angucken. Kurz zur Nachwirkung, dieser Film hat dann später einen Nachfolger erhalten, zumindest einen internationalen Nachfolger namens Anthropophagus 2, der bei uns absurd heißt. Ja, ich habe ihn nie gesehen und ich glaube, er hat auch inhaltlich fast nichts damit zu tun. Ganz interessant ist, es gab auch noch eine inoffizielle dritte Fortsetzung von einem deutschen Regisseur namens Andreas Schnaas. Ich werde ge zu gegebenem Zeitpunkt mal was über die deutschen Horrorfilmregisseure machen. Ich habe den Film einmal gesehen, aber ich werde damit irgendwie nicht warm. Ich finde die irgendwie. Ach, nee, Anthropophagus 2 kann man. Also Anthropophagus 2000, wie der Film heißt, kann man sich echt sparen. Kurz jetzt noch was dazu zu den Indizierungsberichten. Das mache ich ja auch immer relativ gerne. Der Film wurde, er ist ja im Jahr 1980 veröffentlicht worden und wurde dann am 10.09.1981 indiziert. Damals erst einmal das Filmwerbeplakat. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gesehen, dass zuerst das Plakat indiziert wird. Es geht darum, dass auf diesem Plakat der Maneater ist, wie er seine eigenen Gedärme verspeist, aber das ist was anderes. Ja, dann 82 wurde die erste VHS von Eurovideo bzw. Bavaria indiziert. Ja, und dann kam 1986 auch die erste Beschlagnahme eben dieser VHS. Die neueste Beschlagnahmung ist gar nicht so lange her, wie ich hier gerade sehe. 31.05.2017 wurde die VHS, die Anthropophagus VHS von Galafilm indiziert. Und naja, vorher am 26.02.2016 die XT-Video DVD. Die letzte Beschlagnahmung war im Jahr 2005 von Nocturne Cinema. Warum die auch damals einen Videofilm rausgebracht haben, egal. Ja, der Film ist beschlagnahmt, habe ich gerade schon gesagt. Trotzdem existiert in Deutschland eine Verkaufsversion im öffentlichen Handel, die allerdings um sage und schreibe 5 Minuten gekürzt wird. Dann könnt ihr euch den Film sparen, dann macht er keinen Spaß mehr. Ist ab 16 freigegeben. Ja, es existiert in Deutschland ein paar ungeprüfte DVD-Versionen von Astro. Die sind auch ungeschnitten, aber da werdet ihr wahrscheinlich ganz sicher nicht drankommen, sondern also nur über Illegales und das möchte ich hier auf keinen Fall gutheißen. Geht lieber über das deutschsprachige Ausland, wenn ihr euch diesen Film kaufen wollt, obwohl ich euch sagen muss, das Geld wäre Verschwendung. Also fragt lieber mal irgendeinen Kumpel, ob der den hat oder obwohl, dann mache ich mich mit ja strafbar, aber ihr wisst, was ich meine. Guckt euch den Film über andere Wege an. Ich finde jetzt nicht, dass man das unbedingt kaufen muss oder in seiner Sammlung haben sollte, es sei denn, man ist halt wirklich ein krasser Filmsammler. Dann empfehle ich die XT-Video-Version. Die ist immer gut. Ja, und das war es auch von meiner Seite zu Man.